Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Forcecom Talks, meinem Videospiele-Podcast. Wir haben Episode 50 erreicht. Yeah! Vor 13 Monaten zur E3 2013 wurde die allererste Episode damals hochgeladen und ich muss wirklich sagen, dass der Podcast mir weiterhin sehr, sehr viel Spaß macht und dementsprechend würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video und unseren gewohnten Themen Play This Week und News. Wir starten Play This Week wie gewohnt mit Marvel Puzzle Quest. Hier gibt es aber nicht wirklich viel zu erzählen. Weiterhin mache ich ein Spiel pro Tag, um den Bonus zu bekommen. Und da hatte ich die Ehre, ein normales Random Token zu bekommen und hatte da das Glück, einen 3-Sterne-Tor zu bekommen. Yay! Das ist genau der gleiche Tor, wie ich schon hatte. Der wurde ja nur downgegradet, um dann ein neues Modell reinzubringen, der genau die gleichen Skills hat. Und dementsprechend habe ich jetzt den gleichen Tor doppelt, könnte man fast sagen. Nur, dass der halt logischerweise nur ein Skill hat und dementsprechend bringt er mir aktuell so überhaupt nichts. In World of Warcraft ist in dieser Woche etwas mehr passiert. Es ist wirklich sehr, sehr gut, dass die E3, der Steam Summer Sale und SGDQ vorbei sind. Dementsprechend konnte ich mich da wirklich ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Als allererstes Schamane, Magier und Todesritter haben wie gewohnt in dieser Woche die Celestials gemacht. Mein Schaman hat nichts bekommen, mein Magier hat neue Handschuhe bekommen, Level 553, das ist gar nicht mal so schlecht für jemanden, der überhaupt nichts mit seinem Charakter mehr wirklich anstellt. Bei meinem Death Knight ist ein Problem gewesen, und zwar, ich bin zu den Celestials gegangen und habe dann auf dem Flug dorthin gemerkt, dass ich keine Rerolls mehr hatte. Man muss die nämlich mit einem Quest wieder auffüllen, und ich hatte auch nicht wirklich die Chance, diese wieder aufzufüllen, einfach weil mir die Tokens dafür gefehlt haben, um dieses Quest einzulösen. Und dementsprechend darf ich jetzt für das nächste Mal dann halt hingehen und mal wieder ein paar Quests machen, um die wieder zu bekommen. Dementsprechend konnte ich in dieser Woche kein Reroll nutzen, konnte nur einmal Lot von den Celestials bekommen, weil es einfach nur Gold war. Und ich muss definitiv hingehen, mindestens die Tiller-Quests machen, denn die geben 2-3 pro Tag und das ist in Ordnung. Diese Woche habe ich an zwei großen Sachen aber auch noch gearbeitet, und zwar das allererste ist UI-Design und das zweite Keybindings. Bei World of Warcraft muss man wissen, dass man sein UI nach freien Lieben anpassen kann. Da gibt es die Möglichkeit, Add-ons herunterzuladen, die andere User gemacht haben, und kann dementsprechend gewisse Sachen hervorheben oder entfernen, je nachdem, wie man es persönlich möchte. Und ich habe das Ganze doch relativ simpel. Heißt, da ist kein wirkliches grafisches Design dahinter oder richtiger Platzierung, sondern ich habe es so gemacht, dass es wirklich funktioniert. Und viele Leute empfehlen das Add-on 11 UI. Das ist ein umfangreiches Programm, was aber sehr, sehr einfach sein soll. Und nachdem ich das dann installiert habe und mir das angeguckt habe und ein paar Stunden damit rumgespielt habe, ich muss sagen, es ist definitiv ein Programm, mit dem man arbeiten kann. Das Problem ist, dass der ursprüngliche Weg, der das Add-on automatisch einschlägt, nicht der Weg ist, wie ich es persönlich mag, und dann muss man wirklich erstmal hingehen und das dann wieder anders richtig rummachen, und dementsprechend habe ich mir dann gesagt, bleibst du bei dem, was du hast, das ist das, was dir bisher immer gut gelegen hat, und da jetzt anzufangen, irgendwas rumzumachen, das hat mir einfach nicht gefallen. Das zweite Thema ist das Keybinding. Das ist eine Sache, die eigentlich sehr, sehr wichtig ist, die ich bisher aber noch nicht wirklich gemacht habe. Ich bin wirklich mit dem gegangen, was ursprünglich eingestellt war, mit einer Ausnahme, und zwar Movement. Wenn man nach links und rechts sich bewegt, ursprünglich würde man sich drehen. Ich habe das klar angepasst, dass man dann strafed, bei weitem besser. Der wahre Fokus beim Keybinding liegt jedoch bei dem Benutzen der Skills. Und zwar, wenn man das Spiel Standard hat, hat man seinen Balken unten, kann 12 Skills reinlegen und es geht von 1 bis 0 und die letzten beiden auch noch dazu. Und das ist definitiv machbar, man kann darauf ohne Probleme raufklicken. Jedoch, wenn man richtig gut mit seiner Klasse spielen möchte, dann muss man seine Keybindings anpassen. Man kann ohne Probleme, wie gesagt, das spielen, man kann draufklicken, aber das ist definitiv langsamer, seinen Mauscursor dahin zu ziehen und richtig draufklicken, anstatt einfach E zu drücken, beziehungsweise wenn man das so Standard lässt, wie es ist, dann muss man sagen, oh, jetzt hier von WSAD meine Hand weg auf 0 und dann wieder zurück. Das ist alles Sachen, die länger dauern. Und dementsprechend von 1 bis 5 oder 1 bis 6, je nach Händengrößen geht das eigentlich. Alles danach ist eigentlich schon Affenpranken. Und dementsprechend muss man da definitiv seine Änderungen vornehmen. Wie man das Ganze verbessert, ist eigentlich relativ simpel, und zwar man bringt alles ganz nah zueinander. Das heißt also, man hat von 1 bis 6, dann hat man WSAD und um WSAD herum bringt man die anderen Skills an. Das heißt also zum Beispiel Q, E, R, F, Y, X, C. Und wenn man noch mehr Skills hat, die man nutzen möchte, dann kann man sogar noch die nächste Stufe nehmen, und zwar Shift, STRG und Alt. Da kann man dann hingehen und sagen, man drückt Shift, Q und E, Alt, R und F, STRG, Y, X, C, und so kann man halt wirklich das Ganze ohne Probleme anbringen. Ich bin bisher wirklich nur hingegen, habe Q, E, Y und X genommen.
Damit habe ich 4 Skills, die ich relativ simpel benutzen kann. C habe ich zum Beispiel gelassen, einfach weil man damit den Charakterscreen öffnet und das bin ich einfach gewohnt, da möchte ich ja keine Sachen großartig ändern. Und es gibt bestimmt ein paar Charaktere, die mehr brauchen, aber aktuell reichen mir das. Ich habe andere Charaktere, wo ich das Ganze schon ein bisschen angepasst habe und da muss ich wirklich sagen, mehr brauche ich eigentlich nicht. Dann möchte ich noch kurz ein Update zu meinem Hexenmeister bringen, der übrigens nur 6 Skills benutzt, von 1 bis 4 sowie Q und E. Ist wirklich sehr, sehr einfach, dank Demologie. Der ist jetzt Level 75. Ich habe die Born Tantra bis 74 gemacht, bin jetzt nach Dragonblight gegangen. Da bin ich aber auch nur bis 76, weil ich dann zu den Sholazar Basen gehen möchte. Das ist ein sehr, sehr gutes Gebiet. Und gerade für jemanden, der Blümchen pflückt, ist das ein Göttergebiet. Das ist nämlich ein Riesendschungel und da sind unendlich viele Blümchen, die ich definitiv brauchen kann. Auf eine Sache beim Hexenmeister möchte ich dann noch eingehen und zwar mit Level 75 schaltet man das vorletzte Talent frei und normalerweise gehe ich nach den Empfehlungen von IcyVeins.com. Die haben für jede Spezialisierung Empfehlungen und das ist in den meisten Fällen eigentlich richtig, richtig gut. Und als ich mir das bei dem Level 75 Talent angeguckt habe, habe ich mich für etwas anderes entschieden. Bei Dämonologie ist es ganz klar der Fokus auf den Minions, auf den Dämonen, den man hat und für das Leveln wird meistens empfohlen, auf den Void Walker zu gehen. Das ist ein Tank, das heißt, der nimmt das ganze Aggro auf und man selbst kann einfach hinten in aller Ruhe stehen und Schaden austeilen. Und jetzt kommt das Talent und ich möchte einfach mal im Nachhinein von euch wissen, ob das, was die empfehlen haben, cleverer ist als das, was ich im Endeffekt genommen habe. So, die 3 Skills, die man zur Wahl hat. Grimmore of Supremacy. Der Witz bei dem Skill ist, dass alle vorhandenen Dämonenversionen mit stärkeren ausgetauscht werden und sie machen dann alle 20% mehr Schaden. Der zweite Skill, Grimmore of Service. Es ist eine 2 Minuten Cooldown-Fähigkeit, mit der man einen zweiten Dämon für 20 Sekunden beschwören kann. Und zu guter Letzt, Grimmore of Sacrifice. Und zwar da kann man seinen Dämonen opfern, um spezielle Skills für eine kurze Zeit zu verstärken. IcyVeins empfiehlt den Grimmer of Service und ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Dass man eine Fähigkeit bekommt, die 2 Minuten Cooldown hat und nur 20 Sekunden läuft, das ist normal. Jedoch die Fähigkeit des Skills selbst ist nicht unbedingt nachvollziehbar, denn während des Levelns hat man meistens den Void Walker draußen, das heißt den Tank. Und einen zweiten Tank am Start zu haben, das bringt eigentlich überhaupt nichts. Dementsprechend habe ich den Grimmer of Supremacy gewählt. Damit hat man stärkere Versionen, die mehr Schaden austeilen. Und ich denke, einen stärkeren Tank zu haben, der mehr aushält und mehr austeilt, ist bei weitem sinnvoller, als einen zweiten Tank am Start zu haben, der dann eigentlich nicht genutzt wird. Und bevor jetzt Leute sagen, dass die Empfehlungen nicht fürs Leveln gedacht sind, sondern fürs Maximallevel, muss ich ganz klar fragen, warum nicht? Man könnte ganz einfach dazu schreiben, was man während des Levels nutzt und da kommt dann der nächste Punkt. IcyVeins hat für jede Klasse eine Unterkategorie namens Leveling Up und da wird erst ab Level 85 gesprochen, aber auch nur über die Rotation, nicht über Talente, nichts dergleichen und dementsprechend verstehe ich das wirklich nicht, denn ich meine, dass Grimmore of Service definitiv eine Fähigkeit ist, die nicht schlecht ist, aber erst für maximales Level und da dann halt zu sagen, dass Service besser ist als Supremacy, ist nicht 100%ig richtig. Und zu guter Letzt gibt es noch eine tolle Nachricht, denn es ist wieder die erste Woche des Monats, das heißt der Darkmoon Fair ist wieder da. Was bedeutet, ich gehe mit allen 11 Charakteren zur Insel, mache das Grundlegendste und hau dann wieder ab, mit Ausnahme vom Schaman und Magier, die täglich die Rummelbotze da fertig machen dürfen, um die Tickets zu bekommen, um dann neue Heilum-Items kaufen zu können. Und ich hatte wieder genug, diesmal mit meinem Magier, und habe mir für den Oberkörper einen Plattengegenstand geholt, das heißt also für Krieger, Paladins und Death Knights. Und dementsprechend habe ich jetzt auch für Platte bereits 4 Heilum-Items am Start und habe etwas den Ork-Krieger gespielt gehabt. Der war ja mein Bankcharakter, den ich ursprünglich auf Level 10 gebracht habe und habe jetzt noch ein bisschen weiter gespielt. Er ist jetzt Level 13 und er macht doch einiges Laune, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und man sieht wirklich den Unterschied da auch zwischen dem Hexenmeister und einem Krieger, einfach weil der Krieger direkt in den Kampf reingeht, anstatt der Hexenmeister, der aus der Entfernung in aller Ruhe angreift.
Wir sind fertig mit World of Warcraft, dementsprechend möchte ich übergehen zu Inazuma 11 Go. Hier gibt es nicht mehr allzu viel erzählen, mit Ausnahme von einer Sache. Und zwar, wie bei Pokémon hat Inazuma 11 ebenfalls den Fall, dass es zwei unterschiedliche Varianten gibt, wo eine Version Sachen hat, die die andere Version nicht hat. Hier ist aber eine Sache, die sie meines Erachtens falsch angehen. Und zwar haben beide Versionen ihre exklusiven Spieler und Teams, und würde man die in einem Turnier antreffen, dann weiß man, ein Lichtspieler würde jetzt ein Lichtteam bekommen und der Schattenspieler würde das passende Schattenteam dazu bekommen. Alles soweit noch in Ordnung. Jetzt kommt aber das Problem. Es gibt einen Turnierbaum, wo man auf ein Team trifft, das man nicht spielen kann, bevor man seine Lichtversion nicht mit einer Schattenversion verbindet. Und das ist meines Erachtens richtig, richtig fies, denn jetzt braucht man definitiv entweder eine zweite Version oder man muss jemanden kennen, der diese andere Version ebenfalls hat. Dann muss man sich treffen, muss das miteinander verbinden und erst dann wird dieser Weg freigeschaltet. Und man kann jetzt sagen, okay, ein Turnier, wen interessiert's? Der nächste Punkt kommt nun. Wenn man gegen dieses Team spielt, kriegt man neben Erfahrung und Punkten, um Sachen zu nutzen, auch Gegenstände freigeschalten. Und gewisse Gegenstände braucht man, um gewisse Charaktere rekrutieren zu können. Das heißt also, neben einem Turnierbaum, den ich nicht spielen kann, gibt es jetzt auch noch Charaktere, die ich nicht rekrutieren kann. Das heißt also, gewisse Spieler, die ich gerne haben würde, kann ich jetzt nicht bekommen. In der letzten Woche hatte ich erwähnt, dass ich mal wieder etwas Crusader Kings 2 angefangen habe und das habe ich in dieser Woche ebenfalls weiter gespielt. Laut Steam habe ich jetzt in diesen letzten 2 Wochen 10 Stunden gespielt, also schon einiges. Damals hatte ich, als Nürnberg gespielt gehabt hatte, ein bisschen meine Familie angefangen und habe dann später herausgefunden, dass es für dieses Spiel mittlerweile Steamworks Support gibt. Also bin ich hingegangen, habe ich ein bisschen umgeguckt und habe 4 Mods heruntergeladen gehabt. Historical Bloodline Traits bedeutet, dass man einfach mehr Eigenschaften seinen Charakteren geben kann. Als zweite Mod habe ich heruntergeladen Ruler Designer Unlocked. Normalerweise kann man seine eigenen Herren bereits erstellen, aber dieser Ruler Designer macht es besser. In erster Linie wirklich, dass man Traits nach freien Belieben wählen kann, ohne da Nachteile zu bekommen. Da war es nämlich ursprünglich so, dass negative Traits einem jünger machen und positive Traits einen älter. Und da war es zum Teil dann halt so, dass man, wenn man auch nur 1, 2 gute Traits haben möchte, dann war man bereits 80 Jahre und da ist es einfach so, dass man das komplett deaktiviert und wirklich frei wählen kann. Die dritte Mod, und da bin ich ganz ehrlich, ich behandle das Spiel mehr wie die Sims, und zwar habe ich mir ein Cheat-Menü-Mod heruntergeladen gehabt. Und Nummer 4, Who Wants to Live Forever? Eine Mod, wo man mit sehr, sehr viel Geld sich ein Elixier kaufen kann, das einen unverwundbar macht. Das bedeutet, man kann nicht mehr durch Altersschwäche sterben, sondern nur noch durch den Krieg selbst. So, und mit diesen Mods habe ich dann ein neues Spiel gestartet, und zwar habe ich mich oben in die Ecke verkrochen in Island. Island wird in dem Spiel in 2 Bereiche aufgeteilt. Ich habe die linke Seite bekommen und war untergeben zu der rechten Seite, beziehungsweise zu Norwegen. Und mein allererster Schritt nach logischerweise einigen Jahren war es, für meine Freiheit zu kämpfen. Ich war dann unabhängig geworden von der rechten Seite, und in meinem zweiten Schritt, beziehungsweise im zweiten Krieg, war ich dann unabhängig von Norwegen geworden. Und das war natürlich eine Sache, die man nicht so einfach hinbekommt, gerade wenn man in Island lebt, aber da hat man ja gewisse Hilfen am Start. Und nach einer Weile habe ich mich darum gekümmert, in der Nähe weitere Inseln einzunehmen, und dementsprechend hatte ich dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 5 Bereiche, über die ich herrschen konnte. Die habe ich dann an die Söhne abgegeben gehabt, hatte dann im Endeffekt nur noch Island selbst am Start. Und auch da habe ich gewisse Sachen logischerweise abgegeben. Also ich habe mich nicht mehr um alles gekümmert. Und weil ich dann halt doch immer noch deutscher Herkunft war, also ich war in jeder Hinsicht ein Ausländer, der nicht gerne gesehen war, und ich habe das Ganze einfach mit Gewalt unterdrückt gehabt, bis es dann hieß, wir sind dann doch ein Teil des Römischen Reiches. Und da hat dann auch das Römische Reich irgendwann angefangen gehabt und mich mit in den Krieg eingezogen. Das heißt also, sie haben immer wieder angefragt, hey, hier, heilige Kriege, wie wär's, hast du Lust? Und dadurch, dass man Minus bekommt, wenn man das Ganze ablehnt, bin ich natürlich hingegangen, habe das angenommen und habe dann hier und da bei den Kampf gegen Frankreich mitgeholfen oder hier die, wirklich den Heiligen Kreuzzügen mitgemacht. Und bei einem dieser Heiligen Kriege war es dann halt so, dass ich dann doch einen sehr, sehr großen Einfluss in diesem Kampf hatte und wurde dann am Ende zum König von Anatolien ernannt. Und das bedeutet, dass ich 44 neue Bereiche dazu bekommen habe, die ich hätte regieren können. Aber hier ist es so, das Spiel lässt einen nur 9 Gebiete gleichzeitig regieren. Das heißt also, ich bin hingegangen und habe das an meine Kinder und die Kindeskinder weitergegeben, und dementsprechend hocken die jetzt alle in der Wüste mit mir. Ich bin, wo ich hingegangen habe, den Königstitel behalten, aber halt auch die Bereiche noch behalten, die am meisten Geld mir geben.
Und das ist der Punkt, bei dem ich bei Crusader Kings 2 aktuell bin. Ich bin definitiv sehr gespannt, wie das noch weitergehen wird. Und zu guter Letzt möchte ich jetzt noch auf die beiden Videos eingehen, die ich in dieser Woche hochgeladen habe. Als erstes geht es um den zweiten Teil von Plants vs. Zombies Garden Warfare. Da haben wir den Engineer und den Chomper kennengelernt gehabt. Und ich möchte eine Sache bei dem Engineer noch anmerken. Und zwar, ich hatte gleich am Anfang erwähnt gehabt, dass die Schussart vergleichbar mit der des P-Shooters ist. Und wir hatten in dem Video dann gesehen gehabt, dass der Engineer sehr, sehr viele Probleme hatte gegen die fliegende Kaktusdrohne. Und man könnte jetzt sagen, dass das gleiche Problem ja auch beim P-Shooter vorhanden ist. Jedoch hat der P-Shooter den Skill, eine Gatling Gun zu werden. Und da kann er dann wirklich direkt Munition verschießen. Und das ist der große Unterschied, warum der P-Shooter trotzdem noch einfacher zu bedienen ist. Der Engineer hat keine Skills dieser Art und dementsprechend ist er in dieser Situation extremst aufgeschmissen. Dann der Chomper, da hat man, denke ich, ganz klar gesehen, dass mir der sehr, sehr gut gefällt. Denn er spielt sich sehr eigen, hat seine Vorteile, aber auch gleichzeitig seine Nachteile. Er kann Gegner sehr, sehr schnell mit einem Angriff umbringen, ist danach aber wirklich angreifbar, beziehungsweise wenn man sich clever anstellt, dann kann man diesen Direktkills auch einfach entkommen. Das zweite Video, was ich in dieser Woche hochgeladen hatte, war zu Payday 2. Und wer aufgepasst hat, in dem Video ist eine Nummer dabei. Das bedeutet, ich möchte dazu mehrere Videos machen. In diesen Videos möchte ich euch die unterschiedlichen Missionen zeigen und gleichzeitig, wie ich mich da beim allerersten Mal anstelle. Vielleicht zeige ich später noch, wie die ganzen Sachen richtig oder besser ablaufen können. Aber jetzt für den Anfang immer wirklich halt, wie ich sie zum allerersten Mal gemacht habe. Und da ist mir wirklich wichtig, einerseits zu zeigen, halt, wie das Ganze abläuft, wie ich mich angestellt habe und wie ich mich über die Zeit dann weiter verbessere und weiterentwickeln, neue Equipment, neue Masken etc. Ich möchte dann aber auch noch hervorheben, dass diese Serie nicht konstant laufen wird. Das heißt, Payday wird nicht wie Plants vs. Zombies ablaufen. Plants vs. Zombies wird stets am Dienstag erscheinen und Payday theoretisch immer am Donnerstag, aber nicht jeden Donnerstag. Das heißt, also nächste Woche wird was anderes kommen und dann die Woche darauf vielleicht oder darauf die Woche. Wir werden sehen, wie das Ganze abläuft und was ich so für nebenbei finde. Das Ganze wird auf jeden Fall mit diesen Extraserien nebenbei noch laufen, solange Alpha Protokoll immer noch aktiv ist. Und damit ist Play This Week vorbei und wir gehen über zu den News. Early Access Spiel The Tower wurde 7 Monate zu früh veröffentlicht wegen eines Forum-Moderators. Der Entwickler hatte, um sich mehr auf das Programmieren des Spiels zu konzentrieren, einen Forum-Moderator angeschafft und dieser hatte beim Moderieren des Forums unabsichtlich den Haken für Early Access entfernt und dementsprechend wurde das Spiel bei den New Releases angezeigt. Er hat den New Release Discount auch bekommen gehabt und dementsprechend ist das Ganze 7 Monate zu früh erschienen. Dieser Fehler wurde relativ schnell wieder behoben und dementsprechend ist The Tower wieder zurück im Early Access, aber es ist doch sehr beängstigend zu sehen, wie schnell, wie einfach man ein Spiel einfach aus dem Early Access wieder rausnehmen kann. Und da würde ich mir wünschen, dass man dann doch etwas mehr Quality Control am Start hat, dass Valve überprüft, dass da tatsächlich was gemacht worden ist, dass da entweder irgendwas hochgeladen worden ist und danach kann man erst sagen, Early Access ist jetzt raus, aber nicht einfach so, zack, raus, fertig. Sony-Präsident Shuhei Yoshida ist verwundert über Spieler, die nur AAA-Spiele spielen wollen. Die Verwirrung kam auf durch das Spiel Resogun. Das Spiel war durch PlayStation Plus kostenlos im Angebot und nicht jeder, laut Statistik, der PlayStation Plus hat, hat sich dieses Spiel heruntergeladen. Die Herangehensweise ist nicht 100%ig richtig. Nur weil jemand ein Spiel nicht mag, bedeutet es nicht, dass jemand automatisch nicht Indie-Spiele mag. Ich persönlich habe mir gerade eben nochmal die Bilder zur Resogun angeguckt und die sehen definitiv interessant aus und man kann definitiv das Argument bringen, dadurch, dass es doch kostenlos ist, kann man es doch mal antesten. Aber man kann gleichzeitig auch sagen, dass Leute, die das Genre nicht mögen, brauchen es nicht nochmal antesten, denn sie werden vermutlich zu dem gleichen Ergebnis wiederkommen. Um auf das Thema einzugehen, ja, es gibt definitiv Leute, die AAA den Indie-Spielen vorziehen, die sagen, dass das Spiel von der Qualität besser ist, sich besser anfühlt und es gibt definitiv Situationen, wo das stimmt, aber auch gleichzeitig Situationen, wo das wiederum nicht stimmt und das ist vollkommen okay meines Erachtens, solange die Person nicht von Anfang an Indie ablehnt, die einfach sagt, nope, nur große Spiele, keine kleinen Spiele, sollten doch alle sterben, sollten doch lieber die Großen machen lassen, die wissen, wie es geht oder was für ein Blödsinn auch immer behauptet wird. Wenn ich zum Beispiel bei Steam gucke, nach den Spielen, die ich am meisten gespielt habe, ich habe Spiele, die Indie sind, ich habe Spiele, die AAA sind, die ich über 100 Stunden gespielt habe. Kein Problem und sie haben beide Spaß gemacht, da gibt es kein A oder kein B, sondern beides ist vollkommen okay.
EA bzw. Maxis antwortet auf die Kritik, dass keine Kleinkinder und Pools im Basisspiel von Sims 4 vorhanden sein werden. Sie haben in ihrem Blog einen neuen Post verfasst und sind darauf eingegangen. Ihr erster Punkt ist, dass sie auf neue Technologien zurückgreifen, das heißt neue künstliche Intelligenz, neue Animationen, die natürlich alle Zeit und Geld verbrauchen. Dabei hatten sie gewusst, dass es am Ende Trade-offs geben werden muss, dass sie auf gewisse Sachen nicht zurückgreifen können, und sie wussten auch, dass Fans enttäuscht sein werden. Dementsprechend, anstatt Kleinkinder zu haben, haben sie sich entschieden, sich mehr auf die anderen Zeitphasen zu konzentrieren, und anstelle von Pools haben sie sich dafür entschieden, mehr Entwicklung in das neue Baufeature zu legen. Die restlichen Einträge in diesem Blog waren das übliche Marketing-Blabla, das heißt, das Spiel ist so viel besser, so viel toller, noch nie da gewesen, bitte kauft es jetzt. Und ich finde es einerseits gut, dass sie auf die Kritik eingegangen sind, aber der Punkt kommt jetzt, wir regen uns nicht mal unbedingt auf, dass es keine Kleinkinder und Pools gibt. Obwohl Pools natürlich schick gewesen wären. Das Problem ist, dass wir alle befürchten, dass ihr das nachträglich für Geld uns wieder anbieten werdet. Würdet ihr von Anfang an sagen, hey, wir haben das zwar jetzt nicht drin, weil wirklich wir keine Zeit dafür haben, aber wir werden, wenn wir die Zeit wieder haben, diese kostenlos nachliefern, dann wäre überhaupt kein Problem. Aber wir haben Sims 1, 2 und 3 miterlebt, wie viele Add-ons und ähnliche Sachen es gab. Die Befürchtung, dass sie es wirklich einfach als kostenpflichtiges Add-on nachliefern, ist sowas von gigantisch, und dementsprechend ist da die Kritik weiterhin vorhanden, und dementsprechend hatte dieser Blogpost einen leichten Hauch von SimCity. Gearbox kündigt ein neues Spiel an, Next-Gen-Hero-Shooter Battleborn. Oh hey, was wir alle schon immer haben wollten, ein Borderlands-MOBA, wuppie! Ja, okay, es ist nicht wirklich Borderlands, aber es ist der einzig gescheite Shooter, den Gearbox rausgebracht hat. Der andere ist Alien Colonial Marines, und das würde ich nicht auf die Werbeplakate klatschen. Dann bin ich sehr gespannt zu sehen, wie Gearbox ein MOBA umsetzen möchte, denn bisher haben wir nur gesehen, dass sie Spiele machen können, wo der Charakter nur einen Skill aktiv nutzen kann. Das ist bei MOBAs eher selten der Fall. Dann bin ich sehr gespannt, woher Gearbox das Geld nehmen möchte, denn ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, dass Sega denen nochmal Geld geben wird, damit sie Borderlands finanzieren, obwohl es eigentlich für Alien Colonial Marines gedacht war. Also insgesamt, ich denke, man kann sehen, dass ich von Gearbox nicht mehr der allzu große Fan bin. Und gleichzeitig bin ich auch nicht der größte Fan von MOBAs, gerade wenn man sieht, wie wirklich jeder aktuell versucht, irgendeinen scheiß MOBA rauszubringen. Und wenn wir schon dabei sind, Next-Gen-Hero-Shooter, warum nicht gleich Hero-Brawler? Es wird doch, können wir nicht einfach alle einen Begriff nutzen? Müssen wir diskutieren? Müssen wir jeder irgendwie sein eigenes Ding rausmachen? Jeder sein eigenes Genre erfinden, damit es ja irgendwie... Nehmen wir bitte diesen einen Begriff und bleiben dabei. Es ist so furchtbar, dass wir uns über die kleinsten Sachen aufregen. Und ich muss mich darüber aufregen, dass sich Leute über kleinste Sachen aufregen. Das ist doch furchtbar. Blizzard kündigt den Preis für das erste Hearthstone-Add-on an. Die erste Instanz, die freigeschalten wird, heißt Curse of Naxxramas und beinhaltet 5 Abschnitte, die sich nach dem Release nach und nach in den kommenden Wochen freischalten. Der erste Abschnitt ist kostenlos während des Anfangs-Events, und die restlichen 4 kann man dann jeweils für 6,99 oder 700 Goldmünzen freischalten. Ich bin jetzt kein Hearthstone-Spieler, dementsprechend fällt es mir etwas schwer, das Ganze richtig einzuschätzen, aber auf den ersten Blick wirken 7 Euro vielleicht ein Ticken zu viel. Jedoch scheint die Hearthstone-Community selbst im Großen und Ganzen keine wirklichen Probleme damit zu haben. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, wir warten einfach mal ab, gucken, wenn die ersten paar davon released sind, wie das Ganze abläuft. Ich persönlich werde auch einfach mal den kostenlosen anspielen, und danach kann man sich immer noch seine Meinung bilden. Jetzt habe ich 2 kleinere Nachrichten für euch. Die erste, Kuji Nakajima möchte ein One Piece Fighting Game machen, und die zweite, Double Fine bestätigt, dass das Grim Fandango Remake nicht nur für die PlayStation 4 und Vita erscheinen wird, sondern auch für PC, Mac und Linux. Koji Nakajima ist derjenige, der an allen One Piece Spielen beteiligt war, und er hat gezeigt, dass er richtig, richtig gute Spiele machen kann und auch die Lizenz richtig einsetzt. Dementsprechend sehe ich hier überhaupt kein Problem, dass er ein Fighting Game machen möchte, und dass Double Fine Grim Fandango auch für den PC rausbringt, ist eine Sache, die viele sich doch erhofft haben, und dementsprechend ist das eine sehr, sehr gute Nachricht, dass Double Fine uns nicht vergessen hat. Laut Ubisofts Verkaufsbericht vom ersten Quartal verkaufte sich Watch Dogs 8 Millionen Mal.
8 Millionen verkaufte Einheiten ist definitiv sehr, sehr beeindruckend und zeigt zugleich eigentlich auch, dass Marketing-Hype weiterhin ein ganz, ganz großer Faktor ist. Denn man würde denken, gerade in der Zeit der Next-Gen-Konsolen, wo dann doch auf einmal viele Leute 60 FPS-Gameplay oder Next-Gen-Graphics erwarten, dass die Berichte über das Grafik-Downgrade viele Leute abschrecken würden. Gleichzeitig könnte man aber auch daraus schlussfolgern, dass viele entweder damit gar kein Problem hatten, sich es durch den Hype trotzdem gekauft hatten oder von Anfang an nichts davon gehört hatten. Natürlich darf man aber auch nicht vergessen, dass viele verkaufte Einheiten nicht automatisch bedeutet, dass viele das Spiel auch gut fanden. Zu einem gewissen Punkt vielleicht schon, aber viele wurden vielleicht wirklich nur von diesem Hype erfasst, haben sich am ersten Tag gekauft und dann gemerkt, dass das Spiel nicht so gut ist, wie ursprünglich erwartet oder erhofft. Und zu guter Letzt, Nintendo hält erstes offizielles Smash Bros. Für 3DS-Turnier während San Diego Comic-Con und für kommenden Montag wurde ein Smash Bros.-Stream angekündigt, bei dem der nächste Charakter vorgestellt wird. Ich finde, es ist wirklich sehr gut zu sehen, dass Nintendo dieses Spiel dann scheinbar doch sehr, sehr stark unterstützt. Das war in der Vergangenheit nicht selbstverständlich. Und dass sie meines Erachtens cleveres Marketing betreiben. Sie gehen nicht hin und geben 20 Millionen für Marketing auf, wo an irgendwelchen Wänden in der Stadt irgendwelche Sachen geklebt werden, sondern sie gehen dahin, wo die Spieler auch tatsächlich sind. Und ich denke, das wird ihnen im Endeffekt sehr, sehr gut tun. Das war's dann auch schon wieder von Episode 50 von Forcecom Talks. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.